Was tun, wenn die Feuerplatte rostet? Hallo, hier ist der Ralf von Jotteland. Herzlich willkommen hier in der Jotte. Vielleicht hört ihr es am Ton. Es regnet, plätschert ganz fleißig auf die Jotte. Das ist doch der richtige Nachmittag, mich um diese rostige Feuerplatte hier zu kümmern. Lagerfeuer brennt. Und ja, heute soll es darum gehen, was ich tue, wenn mir eben so ein Eiseteil, was ich eigentlich zum Kochen, Bratenbacken verwende, verrostet ist. Das sieht dann schon so ein bisschen aus wie Alteise, was man besser zum Schrotthändler bringt, aber tut das auf keinen Fall. Denn auch so eine rostige Platte hier wie diese, auf der kann man wunderbar gleich wieder backen. Dazu braucht es gar nicht viel. Da gehe ich einfach damit um, wie ich mit jedem rostigen Eise umgehen kann. Ich habe hier meinen Akkuschrauber, die gute Makita vorbereitet, und eine Bürste. Und mit der gehen wir gleich in diese Platte. Danach werden wir sie frisch einbrennen und dann kann man weiter drauf arbeiten. So, ihr seht, das geht ziemlich flink. Abbürste, einöle und schon sieht die Platte wieder fast wie neu aus. Auf der anderen Seite ist sie noch rostig. Das werden wir jetzt genauso machen. Hier erkennt ihr gut den Unterschied zwischen 5 Minuten Arbeit und draußen aus dem halbjährigen Regen rausgeholt. Ich sag, wir machen jetzt noch die zweite Seite und dann kommt es übers Feuer zum Einbrennen und dann ist gut. Dann können wir sie wieder weiter verwenden. Ein letztes Mal ölen wir die Pfanne jetzt noch ein. Der Rost ist gut runter. An manchen Stellen ist sogar noch die Patina drauf, die alte. Die habe ich auch gar nicht ganz runtergeschrubbt. Also ich habe es nicht komplett metallisch blank gemacht. Ich habe nur geguckt, dass der Rost von der Pfanne auch dann runter ist. Ist noch heiß. So, ihr habt gesehen, das geht ruckzuck aus einer alten, rostigen Feuerplatte, die etwas vernachlässigt über der Winter im Freien gestanden ist, wieder zu entrosten und sie wieder einsatzfähig zu machen. Entrosten, einfette, einbrenne, hat sich erledigt, die ganze Geschichte. Also, keine Angst, wenn euch irgendwas wegrostet, dann nehmt ihr einfach die große Bürste, entweder kräftig von Hand oder halt unterstützt mit dem Akkuschrauber. Die Welt ist wieder in Ordnung.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass diese Pfanne jetzt ihren nächsten Einsatz auf der Scouting und Bushcraft Convention Ende Juni dann hat, vom 28. bis 30. Juni in Eigelkinge. Das seid ihr alle herzlich gern willkommen. Bis zum 15. könnt ihr euch noch online anmelden. Der Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Ansonsten müsst ihr direkt vor Ort eine Tageskarte lösen, aber auch das ist möglich. Von daher macht euch auf den Weg, kommt zu uns und fachsimpelt mit uns über rostige Platten und alles andere, was mit dem Thema Scouting und Buschkraft zu tun hat. Ich sage Tschüss, euer Ralf von Jodeland.